Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies United und wie schon angekündigt und von euch auch heiß ersehnt, hier ist das Mega Starter Pack der Road to Russia Adrenalin Serie von Panini und ich habe viele Nachrichten bekommen, wo drin ihr gefragt habt, ja wann öffnet ihr denn auch das Starter Pack, kommt das noch? Wir haben ja bei Pack War schon einige Päckchen geöffnet. Auf Instagram auch schon Karten präsentiert und hier ist endlich das Starter Pack und wir schauen uns das Ganze an, also die Serie wie auch bei den Päckchen schon orange und diese türkise Design, was ich richtig richtig nice finde. Ich finde die Päckchen, diese Farben gehen richtig gut miteinander. Hier so sehen die Päckchen übrigens aus, falls ihr es noch nicht wusstet, sind ja auch hier abgebildet. Und ja, erstmal schauen wir hier hinten drauf, wie viel kostet das Ganze. Das kostet 8,95 €, das heißt knapp 9 Euro, wie man es auch schon gewohnt ist aus anderen Serien. Und was ist hier drinne? Also ein Sammelordner, ein Gameboard, 5 Päckchen, eine Limited Edition Karte und eine Special Karte. Also wie auch schon bei FIFA 365 bekommt man nochmal eine extra Special Karte dazu. So sieht das von vorne aus mit ein paar Spielern drauf, hier die auch schon so auf den Päckchen Designs sind. Wir haben hier Ronaldo, Bale, Lewandowski, Vidal, Neymar, Hummels, Messi und Kevin De Bruyne. Von hinten das Ganze so, nochmal der Inhalt in Bildern sozusagen. Inhalt hier, 5 Päckchen, 30 Karten, eine exklusive Limited Edition, limitierte Karte und eine Special Karte. Plus natürlich ein Sammelordner, ist ja klar. Und ein Spielfeld. Und ja, öffnen wir das Ganze mal. Hier, ich glaube es gibt keine spezielle Vorrichtung, dass man es aufmacht. Deswegen reiße ich es einfach so auf. So. Dann holen wir das Ganze mal raus. So, jetzt leer. Dann, ich sehe hier schon Karten rumfliegen. Als erstes haben wir hier die Päckchen, die ich hier natürlich auch heute öffnen werde. Und oh, viermal Messi. Es gibt zwei Packs-Designs. Viermal Messi, einmal Ronaldo oder Bale. Dann, jetzt kurze Übersicht. Was haben wir hier? Also, als erstes natürlich der Sammelordner, man kennt ihn. Jetzt ist sozusagen, ja, da werden alle Karten drin gelagert. Und ja, es sieht jetzt vom Format hier, dieser Tasche, sieht es ähnlich aus oder genauso aus wie auch schon bei der letzten Europameisterschaft oder auch bei FIFA 365. Und das finde ich auch nice. Hier diese Tasche kann man hier rausnehmen, haben sie wahrscheinlich wieder ein kleines Magazin oder ja, wir werden mal sehen. Also hier das Cover nochmal mit den gleichen Spielern wie vorne auf dem Starter Pack. Dann sehen wir hier einige Karten abgebildet, richtig nice Top Player, das sind die besten und seltensten Karten der Serie, eine in jeden 50 Päckchen, also eine pro Display. Wir haben auch schon eine gezogen, die werde ich dann gleich bei den Päckchen zeigen. Und es wäre natürlich mega nice, wenn wir hier drinnen in den Päckchen auch welche eine ziehen könnten. Dann haben wir hier außenrum die Wappen und Embleme der verschiedenen ja, Mannschaften, die in dieser Serie drin sind. Glaube ich zumindest, dass das all die Karten sind. Wobei, von den Päckchen, die wir bisher geöffnet haben, haben wir einige noch nicht bekommen. Deswegen kann ich deswegen nur spekulieren. Also natürlich, Russland ist natürlich dabei als Gastgeber. Und dann haben wir aber trotzdem auch welche wie Schottland, wo ich mir nicht sicher bin, ob die dabei sind. Deswegen, ich sag mal nicht mehr viel dazu, da ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich alle in der Serie sind, aber auf jeden Fall ein paar Embleme. Dann weiter kommen wir zu den Spielregeln. Hier wieder einige Karten abgebildet, auf denen nochmal mit Hilfe denen hier die Sachen erklärt werden, das Spiel. Dann haben wir hier die verschiedenen Kartentypen. Also als erstes gibt es die Teammates, das sind die normalen Basiskarten. Dann gibt es, das sind 346, dann gibt es Rising Star Karten. Ich weiß jetzt nicht, warum hier glänzende Karten stehen, denn,
Okay, vielleicht bisschen glänzen sie schon, aber glitzern tun die auf jeden Fall nicht. Denn 28 Rising Stars, unter anderem natürlich Marcus Rashford. Ja, dann Defensive Rocks, das sind Verteidiger, 12 Stück, Folienkarten steht hier auch. Unter anderem hier Mats Hummels und dann haben wir noch hier Lindelöf, Medel, Ramos und Fabian Scher, also auch Medel. Ja, dann weiter haben wir die Key Player und auch die hier von dem Hintergrund, das passt zu den Karten. Hier Key Player, unter anderem Krikoviak, aber auch zum Beispiel Strutmann, Modric, Çalhanoğlu oder auch Paulinho. Dann Goal Machine Karten, das sind Stürmer. Unter anderem natürlich hier wie Lukaku wie abgebildet, Higuain und so weiter. Dann Fans Favorite Karten, gibt es 37 von und die sind auch von den Sonderkarten, glaube ich, die ja, die es am häufigsten gibt, dadurch, dass es auch so viele gibt. In jedem dritten Päckchen gibt es die und ja, unter anderem hier Claudio Bravo von Chile. Und dann gibt es noch Game Changer Karten, sind 16 Stück gibt es davon, unter anderem hier die Maria. Auch richtig nice Karten. Dann gibt es Experts-Karten. 9 Stück gibt es davon. Unter anderem hier Iniesta. Das sind dann eher ältere Spieler, schon Experten sozusagen. Also ein bisschen ältere, routinierte Spieler. Und dann gibt es die Top-Player-Karten. Das sind 5 der besten Spieler der Welt. Und hier sind sie auch alle aufgelistet. Es ist natürlich Cristiano Ronaldo dabei mit 100. Dann noch Robert Lewandowski ebenfalls mit 100. Dann Messi, Griezmann und Riyad Mahrez. Also bei Griezmann sieht man die 98, bei den anderen beiden die Werte sieht man nicht. Und das sind also die besten. Kein Deutscher dabei. Ist natürlich schade, aber mit Lewandowski immerhin einer aus der Bundesliga. Und mit Mahrez ein aktueller englischer Meister. Noch natürlich, dieses Jahr wird es ja so wie es scheint. Ja, Chelsea. Mal schauen. Dann gibt es Limited Edition Karten, wie bei jeder Adrenalin-Serie. So dürfen die auch hier nicht fehlen. Und hier sind einige abgebildet. Arjen Robben, Bale, Messi mit 110. Thomas Müller gibt es auch. Und ja, dann gibt es verschiedene Produkte, unter anderem eine Tin-Dose, eine große, die 48 Karten und auch eine Limi enthält, ist man natürlich gewohnt. Und dieses Jahr gibt es auch wieder eine Mini-Tin-Dose, beziehungsweise hier heißt sie Pocket-Tin, ist man auch schon gewohnt und jeweils eine spezielle limitierte Auflage ist da drin. Dann gibt es dieses Jahr wieder, ich muss gucken, hier diese Premium-Tüten, wie auch schon bei FIFA 365. In denen sind 10 Karten drin, 6 reguläre, 3 Special Cards und eine Limited Edition Karte. Und soweit ich weiß, kosten sie 5 Euro. Also man zahlt ein bisschen mehr und bekommt dafür aber eine exklusive Limited Edition und 3 Special Karten. Also, und da gibt es dieses Jahr neu die Premium Gold Tüten. Das sind nochmal, sagen wir mal, besonderere Päckchen. Ich glaube auch in diesen Päckchen sind 10 Karten drin, aber hier sind 2 limitierte Karten und eine Online-limitierte Karte drin und die kosten glaube ich 10 Euro, also das ist, soweit ich das weiß. Wann die rauskommen, weiß ich nicht, also soweit ich weiß, kommen diese Premium-Tüten etwas später erst. Dann geht's weiter, hier kann man online natürlich auch wieder spielen, auf den Karten sind hinten Codes drauf, die man benutzen kann. Und hier ist auch eine schöne Checkliste mit allen Teams. Und so wie es aussieht, haben die Teams auch alle Doppelseiten. Oder beziehungsweise teilweise auch nur eine Seite. Und hier zum Beispiel sieht man, aber das, was ich für richtig geil finde, ist zum Beispiel, hier sieht man Algerien hat 9 Karten. Dann ist es auch extra so gemacht, dass sie dann sozusagen die erste Seite im Heft haben. Und hier sind schon die Karten sozusagen nach den Nationen geordnet und nicht nach Special-Karten. Das heißt, hier bei Algerien ist die Nummer 5 Riyad Mahrez. Also es gibt keine extra, sag mal, Seite für die Top-Player sozusagen, sondern die sind einfach bei ihren Nationen. Und es gibt deshalb auch, ja, und hier von Deutschland natürlich. Also hier, ich kann ja mal die Teams durchgehen. Es sind anscheinend die hier abgebildet sind. Ich will jetzt noch mal kurz gucken, da erkenne ich zum Beispiel Schottland nicht mehr, die aber vorne noch abgebildet waren. Deswegen, das verstehe ich immer noch nicht und ich kann sie hier auch erstmal auf der schnellen Übersicht auch nicht erkennen. Aber
Naja, vielleicht gibt es die bei einer speziellen englischen Ausgabe und von hinten sieht man hier Werbung für den Confederations Cup, bei dem natürlich auch Deutschland als amtierender Weltmeister teilnimmt und zudem es, glaube ich, eine Sticker-Serie von Panini geben wird. Aber darauf müssen wir noch ein bisschen warten. Hinten dann nochmal Werbung für das Online-Game. Und ich würde sagen, jetzt war es das auch mit dem Album. Hier haben wir nochmal die Spielregeln, nochmal eine Checkliste als Poster, also hier nochmal das gleiche, was auch im anderen Magazin war. Müssen wir uns jetzt aber nicht mehr genau angucken. Dann hier das Gameboard, ist man auch gewohnt. Und das war jetzt das Heft und so, und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Karten. So, es ist jetzt ist also Zeit für die Päckchen. Wir haben hier 5 Stück. Von denen lege ich mir eins zur Seite, das werde ich nicht öffnen. Aber die restlichen 4 kommen im Video. Und dann haben wir noch 2 Special-Karten. Und ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den Special-Karten. Hier haben wir einen Mittelfeldspieler. Es ist Javier Mascherano als Expert-Karte. Und das ist auch nice, denn die Expert-Karten sind relativ selten, in jedem 14. Päckchen, also neben den Top-Playern die seltensten. Gibt es auch nur 9 Stück von, hier Excel-Karte Mascherano, 87 Verteidigung. Und dann würde ich mal spekulieren, dass das die Limi ist. Ich habe noch nicht gesehen, wer es ist, und ich weiß auch nicht, wie die genau aussehen. Ich habe eben mal so die Fotos gesehen, wie ihr auch, aber noch nicht in, sag mal, ich habe noch keine in der Hand gehabt. Und jetzt 3, 2, 1, es ist, oho, Lionel Messi, und schaut euch das Design an, mega, mega geil. Hier golden, glänzend, glitzernd, alles mit dabei. Limited Edition Lionel Messi von Argentinien mit 110 Angriff. Kranke Karte. Also hier, die hat so ein eher, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, eher so ein shiny. Also nicht richtig glitzernd, wie man es kennt, sondern hier eher so ein, ja, matten Schein, wie es auch einige der Special-Karten in der Serie haben. Richtig, richtig geil. Auch ein cooles Foto, finde ich, indem er hier so jubelt, Emotionen zeigt. Also, finde ich, starke Karte. 108 Control, 85 Verteidigung. Insgesamt 303. Sieht man auch nicht häufig. Aber es ist halt eine Limited Edition Karte. Und die sind, ja, bei Adrenalin richtig krass immer. Und dann kommen wir hier zu den Päckchen. Also, wie gesagt, fast nur Messi-Designs. Hier diese eine mit Ronaldo Bale. Wir schauen mal, was da so drin ist. So sehen die also von vorne aus, ihr kennt. Dann hier so, diese Karten gibt es, 477 insgesamt. Und also Top Player in jedem 50. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mit dem ersten Päckchen. Hier sehen wir schon eine Karte. So. Und dann beginnen wir gleich mit dem ersten Teammate. Also Teammates sind die Basiskarten. Hier Vrsaljko von Kroatien, Guardado von Mexiko, Kescheru von Rumänien, Babu Husses von Neuseeland, Rising Star Casemiro, der Mann von Real Madrid und hier Brasilien, und Fans Favorite Karte Ivan Rakitic von Kroatien, 91 Control, also starker Wert. Hier die erste Special Card ist Rakitic, aber Fans Favorite, wie gesagt, neben 3. Päckchen. Das heißt, ja, nicht so Besonderes, sage ich mal so. Dann kommen wir schon zum 2. Päckchen. Ich versuche mal, dass wir nicht die Special Karte gleich am Anfang sehen. Umgedrehte Karten, wieder eine. Und ja, als erstes Teammate-Karte Nicolas Otamendi von Argentinien. Dann haben wir N'Golo Kante, also einer der, sag ich mal, Newcomer der letzten 1-2 Jahre, auch wieder mit bei Chelsea jetzt richtig, richtig stark die Saison unterwegs, also wirklich ein guter Spieler. Dann Markkanen von Finnland, Luka Modric von Kroatien, Guidetti von Schweden und Defensive Rock Karte Leonardo Bonucci, 91 Verteidigung von Italien, der Verteidiger von Juventus Turin, und Defensive Rocks gibt es in jedem 6. Päckchen. Kommen wir zum nächsten Päckchen. Dann öffne ich es wieder so.
und drehen die letzte Karte um. Da haben wir die erste deutsche Karte, Mesut Özil, 81 Angriff, 79 Control von ja, der deutsche Nationalspieler. Dann Yannick Vestergaard, hier von Dänemark, 71 Verteidigung, nicht die beste Karte, aber naja. Dann Memedi, der nächste Bundesligaspieler, 72 Angriff. Dann Volkan Şen von der Türkei, Kingsley Coman vom FC Bayern auch und Keyplayer-Karte Christian Eriksen, auch die sehen mega nice aus, finde ich, vom Design. Also besonders die Special-Karten haben es mir bei dieser Serie angetan. 87 Control, auch ein starker Wert und die gibt es auch in jedem sechsten Päckchen. Und ja, dann kommen wir zum letzten Päckchen, das ich hier erstmal öffnen werde. Ups, falsch rum. Ich habe jetzt schon ein orangenes Trikot gesehen. So, habe ich jetzt was? Oder? Egal, dann Fuensalida von Chile. Heuberg, Ex-Münchner jetzt bei Southampton. Joe Ledley von Wales. Strootman von der Holland. Aaron Ramsey auch von Wales. Und nochmal Joe Ledley. Also einmal als Basis, einmal als Fans-Favorite-Karte hier von Wales. Hier, wartet mal, hier die beiden Karten. Von den Werten natürlich die Special-Karte ein bisschen stärker. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist die mega nice Limited-Edition-Karte. Und von Special-Karten haben wir auch das meiste bekommen. Key-Player, Fans-Favorite, Defensive Rock, hier ein Expert. Was jetzt noch fehlt, wäre zum Beispiel ein Goal-Machine. Oder ein Game Changer und natürlich Top Player. Achso, weil ich es ja angekündigt hatte, die Top Player sehen so aus. Hier Riyad Mahrez, unser erster Top Player und bisher auch einziger von Algerien. 95 Angriffe, 99 Control und die sind hier so golden. Goldene Design, richtig, richtig geil. Die gefallen auch richtig gut. Also hier Limited Edition und Top Player sind nicht nur die seltensten und ja, eigentlich sowieso krassesten Karten, aber auch vom Design. Auch richtig, richtig stark. Und ja, das war's von dem Video. Abonniert nicht vergessen, falls ihr neu seid. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Bayless United. Ciao!